Was geht ab, Fitnessfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Q&A. Ich habe mir ein paar YouTube-Fragen rausgesucht, die ihr unter meine Videos gepostet habt und die werde ich jetzt nach und nach beantworten. Dejan K. fragt, periodisierst du dein Training? Nein, ich habe seit ungefähr 2 Jahren annähernd den gleichen Trainingsplan gemacht und habe dann durch meine Verletzung, dann konnte ich den Plan nicht machen, dann habe ich so ein bisschen hin und her gemacht, bin wieder in den Plan eingestiegen, war aber nicht ganz zufrieden, weil ich meine alten Gewichte natürlich nicht schaffen konnte und deswegen habe ich jetzt mal gesagt, so, jetzt brauchst du mal einen neuen Plan und deswegen bin ich mal gerade so am Freestyle machen, also ich mache keinen bestimmten Plan, sondern ja, Freestyle, ich mache einfach das, wozu ich Lust habe, aber gehe trotzdem schon an meine körperlichen Grenzen und ich muss sagen, ich mache damit momentan sehr gute Gains. Ich mache jetzt 1 Monat lang Freestyle und dann gehe ich wieder in meinen Plan zurück oder mache einen neuen Plan, aber ich würde das Training so periodisieren, dass man möglichst lange einen Trainingsplan hat, wo man sich steigert. Wenn man sich irgendwann nicht mehr steigert, dann kann man ein bisschen Freestyle trainieren, weil damit setzt man neue Reize und das ist so ein bisschen die Kombination aus neue Reize setzen und fester Trainingsplan, ja, weil dann könnt ihr neue Reize setzen, wenn ihr Freestyle macht, ein bisschen ja, halt was Neues für euren Körper zum Muskelwachstum anregen, indem ihr ihm etwas anderes, jeden Tag etwas anderes gibt, sodass er mal geschockt ist und wachsen kann. Andererseits macht ihr halt ein paar Monate wieder einen richtigen Trainingsplan, immer dasselbe und könnt euch steigern und dementsprechend auch Muskelmasse aufbauen. Zweite Frage. Von Messerstecher, woher kommst du eigentlich? Ich wünsche dir noch viel mehr Abos. Dankeschön, werden wir schon schaffen. Ich komme aus Polen, die Stadt heißt Bydgoszcz, auf Deutsch gesagt Bromberg. Ist irgendwie so eine Stunde, 1,5 Stunden Fahrt von Danzig Richtung Süden. Seif Masse fragt, Oskar, hast du etwa die Penispumpe benutzt? Hä? Nein? Emko Bemko fragt, super Video, aber warum machst du keine Squats? Da ich einen Bandscheibenvorfall hatte, habe ich keine Squats gemacht, aber jetzt mache ich wieder seit langem Squats und heute war ich schon, übrigens heute war ich beim Meridian Spa trainieren, richtig geil, hat mir sehr gefallen. Ich überlege mich da anzumelden, aber wird schwierig mit den Videos drehen, deswegen eher nicht, weil bei McFit habe ich schon alles geklärt, da kann ich Videos drehen und so. Da kenne ich die Trainer und sowas und die meisten Leute, die da trainieren, die sind alle cool damit, die haben kein Problem damit, wenn ich aufnehme. Und bei Meridian ist es mehr so, da gehen mehr ältere Leute, wollen für sich so trainieren, wollen nicht auf der Kamera sein. Das Licht ist auch nicht so richtig gut und deswegen wäre das ein bisschen ein Problem, mit YouTube das zu vereinbaren. Aber ich muss sagen, es ist so geil, so geile Geräte dort, richtig geil, Wellness, Sauna, Massagen. Swimmingpool drin, draußen kann man sich sonnen im Sommer, 6 glaube ich Saunen gibt es da und irgendwie auch ungefähr gleich so viele Whirlpools, abgesehen von dem großen Swimmingpool, wo man rausschwimmen kann und da gibt es echt alles, das ist, kostet 200 Euro, aber ist echt geil, vielleicht irgendwann, wenn ich älter bin, werde ich mich daran melden. Das war eigentlich die Frage zu dem, warum ich keine Squats mache und das ist meine Antwort darauf gewesen. Max Muskel schreibt, einfach nur lächerlich, dieser Fitness-Oscar, ein Lauch. Man denkt, wenn man ihn so sieht, er hatte noch nie eine Hantel in der Hand. Und so ein Schwachmat erzählt anderen, wie sie zum Trainieren haben. Lächerliche Kasper-Figur. Oh Mann, ey. Nils Schlieper und Oscar, ein Video zusammen. Ja, ich kenne den Nils, ich habe ihn auch abonniert, ich habe mit ihm auch ein bisschen so geschnackt und ich finde ihn richtig korrekt und er hat auf jeden Fall richtig viel Potenzial, der ist 19, der stemmt mehr Gewichte als ich und hat einen krassen Körper, also ich hab Respekt vor dem jungen Mann und mal sehen, vielleicht kommt da was zustande, schauen wir mal, auf jeden Fall, ich finde ihn korrekt und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ihn auch natürlich abonnieren, Nils Schlieper. Ich werde mal einfach mal seinen Kanal einblenden. Ich finde solche netten und authentischen, sympathischen YouTuber, die auch was drauf haben,
kann man auch einfach mal so den Kanal einblenden und könnt ihr gerne schauen. Könnt ihr ja einen schönen Gruß von mir da lassen. Ob ich die Penispumpe benutzt habe? Sag mal, spinnst du eigentlich? So, das war's, Fitnessfreunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann, was machen wir da? Einfach liken oder kommentieren, werde ich dann schon irgendwie sehen. Ich will versuchen, meine Videos noch besser zu machen, qualitativ. Ich nehme so gerne Tipps ab, so gerne Feedback, egal, positiv, negativ. Ich versuche alles umzusetzen, um die Videos für euch immer besser und besser zu machen. Ich bin so voller Adrenalin, ich bin so motiviert. Und dann wieder morgen richtig geiles Trainingsvideo und übermorgen und übermorgen und das ganze Jahr lang noch. Also macht euch da keine Sorgen, ihr werdet mich nicht los. Jedenfalls, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also der mit der Penispumpe war ja echt der Hammer. So bescheuert, Digga. Penispumpe!